hat euch heute nach Feuchtenberg gezogen? Niemals! Nach Feuchtenberg kommt, gibt's Gedränge. Wer da auch herkommt und das nicht weiß, ist selber schuld. Ich bin gut, weil es immer so schön ist, ja. Ja, ja. Was ist das beliebteste Getränk von euch? Der Glühwein. Bei ihr der Rote, bei mir der Weiße. Irgendwelche Tipps, wo man unbedingt vorbeischauen muss? Glühwein! Wie viel Punsch und Glühwein und alles, was ihr anbietet, habt ihr für heute eingeplant, dass verkauft wird? Glühwein waren 60 Liter, Punsch 20 Liter und Glühmost auch 20 Liter. Was geht am besten von den drei weg? Also gerade ist Kinderpunsch ganz viel, das ist ja der Apfelpunsch. Geht ganz schön viel, Glühwein natürlich auch. Bei dem Mosch, da müssen wir erstmal ein bisschen probieren, ob es ihnen schmeckt, aber das kommt jetzt auch ganz gut an. Was genau ist hier so schön? Mit den Hütten, es ist schön heimelig und ja, genau, der Weihnachtsmarkt halt. Ja. Feuchtenberg ist immer ein schöner Weihnachtsmarkt, schon läuft von der Kulisse her. Wie ist denn so die Stimmung hier auf dem Feuchtenberger Weihnachtsmarkt? Ist die schon schön weihnachtlich? Ja, richtig schön toll. Also die Straßen und die Gassen sind voll und hier geht richtig was ab. Ja, ich habe schon sehr, sehr viele Sachen verkauft. Es macht richtig mega Spaß. Ich bin das dritte, vierte Jahr jetzt schon dabei. Sie haben da mal eine ganz originelle Idee mit Dosenclips, Taschen und Gürtel zu machen. Und wie kommt das hier an in Feuchtenberg? Also die Leute sind immer total begeistert. Viele kennen es auch nicht und sagen, was ist das? Und ja, und dann zeige ich halt immer die Dose. Und dann, das Highlight für euch. Alle Jahre wieder, oder? Auf jeden Fall.